in unserer Sendereihe Kioske am Bodensee, und zwar in den Strandbädern, besuchen wir heute Markus Müller. Er macht es schon seit 3 Jahren und das mit Erfolg, wie ihr sehen könnt. Schon die Frühstückshappen hier am Sonntag im August sind natürlich eine Augenweide. Und schon geht es weiter auch mit Pommes frites, mit Bratwürsten und mit allem, was so auf der Karte steht. Wir haben uns mit Markus ein bisschen unterhalten, obwohl er schon im Stress ist, in Anführungszeichen, was die Wettersituation betrifft. Wir fragten ihn auch, ist der Frühherbst schon da? Und er meint, er spürt ihn auch schon in den Gliedern. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Leute nicht kommen. Trotzdem sind die Touristen da am Bodensee, meint er, und sie kommen auch. Und das ist auch die Treue zu seiner Food. Markus hat hier einen Standard, der sich von vielen Strandbad-Kiosken unterscheidet. Einfach gut.